Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Traden auf Wolke 7 mit Martin Görsch. Ich freue mich sehr, dass Sie heute live dabei sind und natürlich auch, dass Martin für uns die Zeit gefunden hat. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und wir schauen uns mal direkt gemeinsam den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig von Inhalt heute. Müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, dann nochmal vielen Dank hier an die bezüglich der Feedbacks im Chat, dass Ton und Bild soweit in Ordnung sind. Wunderbar. Aber ich bin ja auch soweit schon durch. Viel wichtiger ist, was Martin uns zu sagen und zu zeigen hat. Und deswegen übertrage ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche wir immer viel Erfolg und viel Spaß. Hallo. So, okay. Dann herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite hier zum Webinar Ichimoku Kinkohio. Besten Dank an FX Flat, dass ich hier immer mal wieder periodisch die Möglichkeit habe, so ein bisschen was davon zu zeigen. Das, was hier direkt auf der Startfolie zu sehen ist, diese tolle kleine Box hier, Top Trader Signals, das ist ein Add-on für den Agena Trader. Genau dieses Add-on ist es, mit dem ich hier heute arbeite. Da sind nämlich die gesamten Ichimoku-Setups schon mit hinterlegt. Wer sich mit Magina Trader ein bisschen auskennt, der kennt das wahrscheinlich schon. Da werden dann direkt die Signale vollautomatisch angezeigt. Und genau damit arbeiten wir heute. Das heißt, wir schauen uns mal wieder an, was sind für frische Signale am Markt, was können wir davon umsetzen. Ich werde ein bisschen erklären, warum ich in bestimmten Situationen traden möchte und warum ich andere Märkte vielleicht nicht handeln möchte. Einfach damit ihr, ich bleibe mal beim Trader Du, einfach damit ihr die Möglichkeit habt, ein bisschen zu sehen, wie arbeite ich mit diesem Add-on, wie arbeite ich überhaupt an dem Markt, was ist für mich interessant. Und neben dem Bereich Ichimoku, den wir uns ja heute hier ein bisschen extensiver anschauen, habe ich da natürlich dann auch meinen eigenen Indikator drin, den Görsch-Trend-Indikator. Mit dem arbeite ich sehr, sehr viel im Aktienbereich und auch das werde ich ein bisschen zeigen heute. Okay, dieses Add-on für alle die, die vielleicht noch kein FX-Flat-Konto haben. Bei mir auf der Website gibt es einen Link zu FX-Flat. Wenn über diesen Link ein Konto eröffnet wird, dann gibt es das Top Trader Signals Add-on für 3 Monate kostenlos. So quasi als kleines Dankeschön, dass ihr da ein Konto eröffnet. Wer schon ein Konto hat, mit Magina Trader arbeitet und das Ganze gerne probieren möchte, kann das für 2 Wochen komplett kostenlos auch testen. Ja, ansonsten gibt es das nur im Abo. Das kostet um die 20, 29 € glaube ich, im Monat. Da sind dann alle Indikatoren mit drin, alle Arbeitsplätze vorbereitet. Also, wenn ihr darauf Bock habt, dann sehr gerne einfach mal für 2 Wochen kostenlos testen. Risikohinweis hatten wir schon, ganz klar, was ich hier mache, dient den Lehr- und Lernzwecken, ist keine Anlageberatung, keine Kaufen, Verkaufen oder auch Halten Empfehlung für Finanzprodukte. Und der Part ist hier vielleicht noch ganz wichtig. Bin selber aktiv am Markt und wir schauen uns natürlich Aktien an, insbesondere die jetzt gerade handelswert sind. Und da ist natürlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Positionen halte oder zumindest plane, die aufzubauen. Also auch das bitte immer mit berücksichtigen. Gut, dann wollen wir gar nicht lange drum rumreden. Ich hole mal hier den Arbeitsplatz rein. Wir starten wie immer mit einem Marktüberblick. Das haben wir ja die ganzen letzten Male auch schon so gemacht, dass wir einmal kurz auf den Gesamtmarkt schauen und ja, mal abschätzen wollen, in welche Richtung bewegen sich die Märkte momentan, in welche Richtung liegt denn aktuell der Vorteil. Und danach richten wir auch unsere Positionen am Markt aus. Also, übergeordnet sehen wir ganz klar, da brauchen wir nur einmal auf den Görsch-Trend schauen. Wir sind seit Wochen in einem stabilen Aufwärtstrend in den Indizes. Da hat sich auch noch nicht viel dran geändert. Das letzte Mal waren wir am, ich weiß es gar nicht genau. Was haben wir heute? Heute haben wir den 9., ich glaube, am 12. Juli waren wir das letzte Mal hier gemeinsam.
Da waren wir so im Bereich 3.350 Punkte, irgendwie so 3.360. Da hatte ich zu diesem Zeitpunkt schon gesagt, mein Fernziel im S&P, das liegt so bei 4.400 Punkte. Das war mein Jahresziel. Wir haben dann noch mal etwas deutlicher korrigiert, sind aber hier tatsächlich nur punktgenau auf dem 50er gleitenden Durchschnitt aufgesetzt. Von da an gab es wieder Gas. Und die Situation, die wir im Moment hier haben, ist recht eindeutig. Wir haben hier wie so eine Fahnenstange. Dann läuft der S&P im Moment in so einer kleinen, engen Range. Da sind wir am Freitag ausgebrochen. Ich vergrößere das mal ein bisschen. Da sind wir am Freitag ausgebrochen, haben jetzt heute erstmal einen kleinen Abverkauf gesehen ab 15:30 Uhr, was aber am Ende nichts anderes war als nochmal ein Test dieses Ausbruchslevels. Sollten wir diese Bewegung jetzt nach oben fortsetzen, dann ist das nichts anderes als ein erneutes Kaufsignal, wieder ein bullisches Setup. Und das scheint sich über die nächste Zeit auch nicht ändern zu wollen. Ich rechne im Moment nicht mehr mit ganz so viel Dynamik wie noch vor ein paar Wochen. Einfach deswegen, weil typischerweise August und September so ziemlich die schwächsten Monate am Aktienmarkt sind. Die Saisonalitäten sind da im S&P seitwärts bis abwärts gerichtet, im DAX relativ stark sogar abwärts gerichtet über die letzten 20, 25 Jahre. Und wenn man sich mal die Auflistung anschaut der einzelnen Monatsperformances, dann werden wir sehen, dass viele von den Crash-Monaten, die wir gesehen haben, oder überhaupt viele von den Markt-Crashs, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, in die Monate August oder September gefallen sind. Und das muss man ein bisschen im Hinterkopf haben. Wir haben natürlich im Moment eine Sondersituation. Wir haben ein Marktumfeld, das ist Post-Pandemic, sagen die Amis. Also im Prinzip nach der Pandemie. Wir haben es gesehen, Februar, März, da wo das Ganze angefangen hat hier, Februar, März 2020, diesen extrem harten Abverkauf, dieser extrem harte Abverkauf, der hatte damit zu tun, dass hier antizipiert worden ist, dieser Virus, der wird die Weltwirtschaft beschäftigen, der wird ordentlich auf die Wachstumsraten drücken und genau das ist auch passiert. Wir sind wirklich in den Keller gegangen mit den Wachstumsraten. Aber die Börse preist eben auch gerne die Zukunft und dementsprechend schnell hatten wir hier die Tiefs drin im März und seitdem sind wir klar aufwärts gerichtet. Und im Prinzip, wenn wir uns die Performance der Märkte anschauen, dann haben die Indizes die Wirtschaft irgendwie überholt. Und dann sind wir schon sehr, sehr weit gelaufen für diese wirtschaftliche Erholungsphase, die zwar gerade läuft, die sich aber im Moment auch schon wieder abschwächt. Das muss man alles im Hinterkopf behalten. Und von daher bin ich hier nicht dabei, jetzt irgendwie aus vollen Händen hier langfristige Swing-Positionen aufzubauen, sondern wenn wir auf der Long-Seite hier unterwegs sind, dann machen wir kurzfristigere Trades, schauen direkt nach den Ziellevels und nehmen dann auch gerne unsere Gewinne mit. Aus dem einfachen Grund, wir können nicht damit rechnen, dass wir über die nächsten 2 Monate so dynamisch weiterlaufen, wie das bisher der Fall ist. Und wenn wir uns heute anschauen, was im Gold und im Silber passiert ist, diese quasi Flash-Crashes, die hier nachts um 12 gelaufen sind, mit 4,5% Verlust innerhalb von einer Dreiviertelstunde im Gold, 8% Verlust im Silber, dann sehen wir, was die Märkte im Moment einpreisen und erwarten, nämlich eine Fed, die wahrscheinlich jetzt wieder hawkischer werden muss. Wir haben sehr gute Arbeitsmarktdaten gesehen. Und der schlechte Arbeitsmarkt war der Hauptgrund oder die Hauptausrede für die Fed, warum sie weiter eben mit so einer ultralockeren Geldpolitik arbeitet. Und wenn in der nächsten Sitzung absehbar ist, dass ein Tapering demnächst beginnt und dass vielleicht sogar auch schon über Zinssteigerungen nachgedacht wird, dann werden wir das an den Märkten sehen und dann wird es ruppig werden. Und dann wird viel von dem, was hier an Vorschusslorbeeren aufgebaut worden ist, wird dann auch wieder abgebaut werden. Aber soweit ist es noch nicht. Wir sehen es hier auf dem Ichimoku ganz klar, auf dem Wochenchart alle Signale positiv. Auf dem Tageschart Ichimoku alle Signale, die wir hier sehen können, sind positiv. Und das gibt uns schlicht und ergreifend unsere Trade-Richtung vor. Das heißt, unsere Trade-Richtung hier ist nach wie vor auf der Long-Seite. Der Wochenchart im S&P sieht sehr, sehr bullisch aus. Wir sind mit dem RSI hier quasi festgenagelt an der Power-Zone hier am 70er-Level. Ich schaue mal gerade, seit April 21, wo wir hier reingelaufen sind, bewegt er sich kaum mal weg. Wir haben eine kleine Korrektur hier gesehen und jetzt im Moment stehen wir schon wieder
über 70 im Wochen RSI und das ist grundsätzlich ein sehr bullisches Setup und da möchte ich eben überwiegend nach Long-Positionen suchen. Also werfen wir vielleicht zuerst hier einen Blick auf den Nasdaq. Ich habe einige Sachen schon vorbereitet und bin hier auch schon bei ein, zwei Trades ausgeführt worden. Wir gehen am Anfang mal kurz in unsere Longliste hier und schauen mal, was denn mit den Positionen vom letzten Mal passiert ist. Das war sehr unterschiedlich, was da gelaufen ist. Wir haben also immer noch hier eine Google, eine Alphabet, die wir auf der Long-Seite haben. Die schleppen wir jetzt hier schon seit Monaten mit uns. Stört mich nicht. Ja, ich mag das sehr gerne, wenn Trades lange laufen. Ich hatte das Ziel hier dann auch irgendwann rausgenommen und im Prinzip haben wir hier nichts weiter zu tun, als ein Stop-Management zu betreuen, denn das ist kein Investment, das ist ein Trade, der hier läuft. Aber ihr seht das, die Sequenz ist hier sehr, sehr sauber. Wir haben seit Monaten eine wirklich gute Bewegung in der Alphabet-Aktie, steigende Hochs, steigende Tiefs und da seht ihr eben auch schon diese Trades, die können dann doch sehr viel weiterlaufen, als man sich das am Anfang vorgestellt hat. Und wenn man dann in eine Situation kommt, eine sehr starke Aktie hier im Depot zu haben, und sieht, dass die sauber performt, dann lässt man die einfach drin. Hier warten wir jetzt darauf, dass wir ein neues Hoch generieren, in dem Bereich über 2770 Dollar. Und dann kann man hier deutlich aggressiver hinterhergehen und nochmal eine ganze Ecke mehr an Gewinn absichern. Also da ist im Moment überhaupt kein Handlungsbedarf. Align Technology ist die nächste Aktie, die wir hier noch drin haben. Da ist das Kursziel liegt hier oben bei 7,55. Die Order steht erstmal nicht mehr drin, weil dieser Ausbruch hier so dynamisch gelaufen ist über dieses Doppelhoch. Finde ich ein ganz tolles Level über dieses Doppelhoch, dass ich mir vorstellen könnte, dass hier vielleicht auch noch ein bisschen mehr Musik drin ist in der Aktie. Wenn wir uns die anschauen, wie die läuft hier auf dem Tageschart, dann sehen wir im Prinzip das Gleiche wie bei der Google. Wir sehen hier einen sehr schönen Aufwärtstrend. Wir hatten hier zwei kleine Situationen, wo mal das vorige Tief unterschritten worden ist. Und von da an sind wir wieder hier ganz sauber in einer Sequenz unterwegs. Ich würde erwarten, dass vielleicht die Korrektur noch ein bisschen weiterläuft. Vielleicht in dem Bereich 650 Dollar wäre überhaupt kein Problem. Das letzte Hoch hier nochmal testen. Und dass sich der Trend dann hier langfristig weiter fortsetzt. Zumindest solange der Gesamtmarkt auch weiter stark ist. Wenn natürlich irgendwann der Gesamtmarkt anfängt einzubrechen, dann geben natürlich auch die stärksten Aktien ab und dann müssen wir schauen, wie wir damit verfahren. Hier haben wir jetzt erstmal die Möglichkeit, den Stop etwas anzupassen, ein bisschen Risiko hier aus der Position rauszunehmen. Und das nächste Mal werden wir anpassen. Falls wir über den Bereich 715 laufen, dann würde ich den Stop hier auf Break-Even ziehen und das Risiko aus der Position nehmen. Dann hatten wir einen Trade in DFS. DFS ist ein recht aggressiver Trade gewesen. Den habe ich hier während der Session aufgrund dieses Ausbruchs über dieses letzte Hoch hier, habe ich den zum Marktpreis hier aufgebaut. Da waren wir so knapp bei 127 Dollar. Hat einen sehr aggressiven Stop hier drin unter der Momentumkerze. Der charttechnisch richtige Stop wäre natürlich an diesem Level hier gewesen, bei 112,90 ungefähr. Ich hatte mich dagegen entschieden, weil ich nach so einem dynamischen Ausbruch gerne sehen will, dass sich die Bewegung direkt anschließt. Ansonsten haben wir häufig eine gute Chance, dass auch die Korrektur unter die letzten markanten Tiefs läuft. Und es war hier auch tatsächlich kurz davor. Wir haben ein großes Downgap gesehen im Markt, haben dann nochmal Anschlussverkäufe gesehen. Da waren wir aber aus der Position schon raus. Ich bin an diesem Tag hier mit dem Verlust dann entsprechend aus der Position ausgestoppt worden. Auch wenn die Aktie jetzt wieder läuft, ist das für mich erstmal irrelevant. Ich bin da jetzt nicht auf der Suche nach einem direkten Re-Entry. Und dementsprechend nehmen wir die hier von der Longliste raus. LKQ war das nächste Setup, was wir reingelegt hatten für einen Ausbruch über dieses Hoch hier. Und zwar hier an dem Tag, am 12. Da waren wir das letzte Mal hier zusammen, hatten ein Stop-Level in dem Bereich hier 48,85. Und jetzt ist hier Folgendes passiert. Die Ausführung ist nicht gekommen. Der Kurs ist unter das anvisierte Stop-Level gegangen. Und in dem Moment fliegen dann die Positionen bei mir raus.
Anton, doch, ich denke, der Chart ist zu sehen. Also vielleicht einmal noch mal kurz eine Rückmeldung, ob mein Chart zu sehen ist. Ich habe hier eine kleine Meldung drin, der Chart ist nicht zu sehen, aber ich denke, das sollte alles passen. Okay, danke. Gut. Und bei mir sieht das so aus, wenn das Stop-Level, das anvisierte Stop-Level gerissen wird, bevor eine Order ausgeführt ist, dann wird die definitiv rausgenommen und auch war mir der Rücksetzer hier zu hoch. Das heißt, LKQ, da ist nichts passiert, die haben wir nicht bekommen und dementsprechend die Order auch gelöscht. Ähnlich ist es hier gelaufen in AFCO, da lag die Buy-Order bei 495. Auch genau wie bei der LKQ deutlicher Rücksetzer hier und in dem Moment, wo dieser deutliche Rücksetzer gelaufen ist, habe ich die Order gelöscht. Wir sind hier nicht mit dabei und entsprechend geht auch die hier raus. Fastenal haben wir aufgebaut und zwar in diesem Rücksetzer hier. Irgendwie wird die Position bei mir hier nicht reingezogen, ist aber auch nicht weiter tragisch. Die läuft also in dem Rücksetzer hier seit 53.10. Das hier war der 12. An dem Tag haben wir das Setup gesehen mit diesem großen Gap, was sich am Markt hier entwickelt hatte. Und dann hatten wir noch geschaut, wo haben wir denn am Ende das beste Chance-Risiko-Verhältnis von den vielen Möglichkeiten, die wir hier haben, um einzusteigen. Wer sich vielleicht nicht mehr daran erinnert, gerne nochmal die Aufzeichnung anschauen von vor 4 Wochen. Das ist ein ganz klassischer Einstieg hier im Retracement über ein Limit. Da hatten wir hier das Limit bei 53.10. Zielbereich liegt so etwas über 59 Dollar. Und den Stop habe ich inzwischen nachgezogen hier vom ursprünglichen Stop-Level auf dieses letzte kleine Zwischentief hier bei 53.60 ungefähr. Also hier läuft noch eine Long-Position. Und hier ist zumindest die Idee jetzt zu warten, dass dieses letzte Hoch bei 56.10 hier überschritten wird. Und dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, hier nochmal mit dem Stop was zu machen. An dieses Level würde ich jetzt aktuell noch nicht gehen, das wäre mir zu eng. Aber wenn wir dann weiterlaufen Richtung 57 Dollar, dann wird dieses Level hier unten auch interessant werden, falls es denn in Tief bleibt. So, diese drei, die sind jetzt frisch von heute, da gehen wir gleich drauf ein. Wir schauen jetzt einfach mal kurz die Signale durch, die aus dem Nasdaq hier gekommen sind für heute. Das kann ich hier alles recht gut sortieren. Wir haben einige Short-Signale inzwischen. Das ist vielleicht ganz interessant, wenn man da mal drüber nachdenkt. Wir sind mit den Indizes verstärkt an Allzeithochs. Wir haben es uns ja gerade beim S&P angeschaut. Beim Nasdaq sieht es nicht so viel anders aus. Wir sind in der Nähe der All-Time-Highs. Aber uns fehlt definitiv momentan eine Marktbreite. Es ist so, dass viele, viele, viele Werte unterhalb ihres 50er gleitenden Durchschnitts tendieren. Wir sehen das auch im S&P 500, wenn wir da mal reinschauen. Wenn ich das hier mal gerade sortiere nach meinem Trendindikator, dann sehen wir, wo sind wir? Hier. Wir haben relativ viele Werte, die auf der Abwärtsseite auch in einem klaren Trend sind. Und beim S&P geht es noch, weil wir hier die größeren Aktien drin haben. Wenn wir uns das Ganze anschauen würden auf dem Russell 2000, dann hätten wir ein ganz anderes Bild. Und am Ende ist es so, der breite Markt, alles das, was im Moment an den Märkten interessant ist oder das, was in Amerika gehandelt wird, da liegen wir momentan so bei 42% der Aktien, die über ihrem 50er gleitenden Durchschnitt notieren. Das sind also weit weniger als die Hälfte. Und vor ein paar Tagen, als wir noch ein bisschen in dieser Korrektur hier drin waren, da lagen wir tatsächlich bei 25%. Es waren nur noch 25% aller US-Aktien, die über ihrem 50er gleitenden Durchschnitt lagen. Das heißt, so um die 75% der Aktien sind im Abwärtstrend gewesen. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen verbessert über die letzten Tage. Der Russell 2000 hat auch ein bisschen wieder aufgeholt in die Long-Richtung, hängt aber im Moment immer noch so in der Mitte der Range fest. Und das müssen wir eben auch mit berücksichtigen. Und daher kommt das, dass wir im Moment auch verstärkt Short-Signale bekommen, obwohl wir in den Märkten klar aufwärts gerichtet sind. Das ist uns im Moment aber erstmal noch egal. Solange der Gesamtmarkt, sprich die Indizes, positiv sind, haben wir ja gesagt, richten wir uns danach, wollen wir erstmal noch Long-Positionen aufbauen. Und wir haben natürlich den Vorteil, gerade auch über dieses Add-on,
was wir hier benutzen, dass wir uns tatsächlich die stärksten Kandidaten hier raussuchen können und in den wirklich starken Werten unsere Position aufbauen. Und dafür, oh, jetzt rumpelt es aber ganz schön hier. Hoffentlich kriegt man hier keinen Blitzeinschlag. Und von daher, ich arbeite hier mit verschiedenen Dingen, die zeige ich vielleicht mal kurz. Das eine ist der RSL, das ist die relative Stärke nach Levi. Danach sortiere ich sehr, sehr gerne die Aktien, die hier drin sind. Und ich glaube, man sieht es auf den ersten Blick, wenn ich hier nach dem RSL, nach der relativen Stärke sortiere, dann tauchen ganz oben natürlich die Werte auf, die in einem übergeordneten Aufwärtstrend sind. Und dieses Feld Görsch ab hier, das bedeutet nichts weiter, als dass der Görsch-Trend auf dem Tageschart positiv ist und auf dem Wochenchart positiv. Das ist so eine Grundbedingung für mich, um eine Aktie zu kaufen. Ich möchte keine Aktie kaufen, die hier ein leeres Feld hat, weil leer heißt immer, Tag und Woche sind nicht kongruent, die sind nicht deckungsgleich, die laufen unterschiedlich. Wenn wir hier mal auf eine T-Mobile draufgehen, dann sehen wir das. Im Weekly Chart ist der Görsch-Trend T-Mobile positiv. Im Daily Chart ist der negativ. Damit fällt diese Aktie für mich für Trade prinzipiell normalerweise schon mal aus. Es gibt kleine Ausnahmen. Wenn wir zum Beispiel extrem gute Quartalszahlen gesehen haben, sehen einen sehr starken Anstieg in der Aktie kurzfristig, gehen über wichtige Level hinweg und Görsch-Trend ist vielleicht innerhalb des Tages noch nicht in den positiven Bereich gewechselt, dann würde ich da trotzdem schon Positionen aufbauen. Das schauen wir uns nachher nochmal an. Und alles, was hier mit einem Down gekennzeichnet ist, ja, hier sehen wir es, Activision Blizzard aktuell in einem Abwärtstrend. Na, auf Tagesbasis im Abwärtstrend und auch hier auf Wochenbasis im Abwärtstrend. Das sind so typische Märkte, die dann in Frage kommen würden. Ja, Paka, was haben wir noch hier? NetEase, ja, JD natürlich, China-Werte stark unter Druck in der letzten Zeit. Das wären Werte, die prinzipiell für die Short-Seite machbar sind, aber die suchen wir ja im Moment nicht. Und wenn wir mal schauen, was hier die stärksten Aktien im Moment sind, Moderna steht schon seit Wochen hier ganz weit oben mit dabei, und zwar seit wir hier diesen dynamischen Break gesehen haben. Seitdem steht die Moderna-Aktie hier ganz, ganz oben mit dabei. Und das ist einer der Gründe, weshalb ich so gerne mit diesem RSL arbeite. Aktien, die hier rausgeworfen werden und die sehr weit oben in der Liste stehen, die stehen häufig ziemlich lange da oben. Und da bietet sich das an, in diesen Aktien-Setups zu suchen, in diese Aktien einzusteigen. Und man hat dann eine ganz gute Chance, dass die nicht in der nächsten Woche komplett drehen und alles dann langfristig gegen einen läuft, sondern dass man Aktien erwischt, die vielleicht gerade dabei sind, eine neue Dynamik aufzubauen. Und bei der Moderna ist es hier so. Und wir sehen hier auch ganz klar, seit der RSI hier auf dem Wochenchart wieder in die Powerzone über 70 gelaufen ist, seitdem geht das Teil hier auch wieder exorbitant durch die Decke. Ja, also Moderna, ein absoluter Turbo momentan. Und da haben wir eben einige andere Atlas sehen. Was ich nicht so gerne mag, ist, wenn das dann hier mit so Gaps passiert und sich dann erstmal gar nichts mehr tut. AMD, ja, hervorragend gelaufen. Wir haben im Börsendienst hier oben um 120 erste Gewinne mitgenommen, lassen eine Kernposition aber laufen. Rücksetzer wäre hier jetzt völlig normal, aber eben brutal gelaufen. Ja, wirklich brutal gelaufen. Und das sind eben alles die Werte, die hier dann auch rechtzeitig rausgeworfen werden. Nvidia, sehr stark, schon seit diesem gesamten Beginn dieser Aufwärtsbewegung mit dem Ausbruch hier über den Monatschart, sehr, sehr stark und etwas, was eben über so eine RSL-Sortierung auch gut zu erwischen ist. Ja, das nur mal am Rande. Okay, schauen wir auf die Signale, was sich hier heute ergeben hat aus dem Add-on. Da interessieren uns natürlich jetzt alle die, die hier auf der grünen Seite unterwegs sind. Und da haben wir zum Beispiel hier die Monster Beverage und die haben Zahlen gebracht. Die sind gestern mit den Zahlen hier in ein großes Aufwärtsgap gelaufen, haben dann eine starke Dynamik aufgebaut und haben heute dieses Level hier nach oben überschritten. Und deswegen habe ich heute hier eine Position aufgebaut, obwohl von gestern der Görsch-Trend hier noch minimal negativ ist. Solange wir aber positiv schließen hier,
geht mit Sicherheit heute am Ende des Handelstages die Kerze hier grün nach oben. Und das ist so eine Situation, wo ich sage, ey, wenn wir an einem wichtigen Level sind, und wir sind hier an einem wichtigen Level, wir sehen, dass das ist hier All-Time-High in der Monster. Na, wenn wir hier zurückfahren, das ist All-Time-High. Das ist eine sehr schöne Bewegung, die sich hier entwickelt hat. Auch, dass wir aus dieser Situation hier jetzt sehr stark mit sehr viel Momentum nach oben ausgebrochen sind, sofort dieses hochgenommen haben. Das sieht alles sehr, sehr positiv aus. Durchaus möglich, dass wir jetzt hier ein, zwei, drei Tage ein bisschen seitwärts laufen, auch noch mal ein bisschen nach unten konsolidieren. Aber das ändert nichts daran, dass wir hier eine sehr bullische Ausgangssituation haben. Und jetzt, wo die Position ausgeführt ist, kann ich auch den Stop hier mit reinlegen. Der Stop, der kommt bei solchen starken Momentumbewegungen für mich hier ganz klar unter das letzte Kauflevel, also unter das letzte Momentumlevel. Das ist dieses hier. Und damit wäre hier das Setup in der Monster Beverage vollendet. Für die Kursfindung, also für die Zielfindung, mache ich es mir immer ganz, ganz leicht. Ich hole mal hier gerade meine Schnellbedienung für den Agena Trader rein. Zack, da haben wir es. So, ja, und ich benutze hier so eine Art Target Shooter. Ich schaue mir an vom letzten Hoch bis zum letzten Tief. Was war die letzte größere Korrektur? Das ist diese hier, die ging von $99 bis runter auf $88. Und da finde ich meinen Zielbereich und der steht hier bei 110. Und dementsprechend können wir hier oben bei 110 auch schon die Order reinlegen zum Glattstellen der Position. Ja, verknüpfen jetzt das Ganze hier noch. Und damit ist unser Trade auf Monster Beverage hier quasi abgesichert, sowohl nach oben als auch nach unten. Prinzipiell, wenn wir uns noch mal kurz die Situation anschauen, wir sind also hier, das Signal kam gestern, als wir aus dieser Wolke nach oben ausgebrochen sind. Und außerdem ist der Kurs gestern über die rote gestiegen. Damit hatten wir zwei Signale in einem. Und die blaue Linie hier, diese zurückversetzte, um 26 Tage zurückversetzte Linie, die ist auch hier deutlich nach oben ausgebrochen. Damit ist jetzt inzwischen von Ichimoku-Seite hier alles wieder bullisch, alles wieder positiv in der Monster. Sollte dazu führen, dass der Kurs, wenn der Gesamtmarkt stabil bleibt, hier auch deutlich weiter die Aufwärtsrichtung bevorzugt. Ja, auf Wochenbasis ist das Ganze ganz ähnlich. Wir sind in der letzten Woche hier ausgebrochen nach oben über die rote per Schlusskurs. Das Ganze setzt sich jetzt weiter fort. Blau liegt über dem Preis. Wir sind deutlich über der Wolke. Also auch hier am Ende alles positiv und von daher haben wir im Moment hier diese Position. Was haben wir noch hier heute? Walgreen Boots Alliance fällt aus für die Long-Seite ganz einfach schon, weil wir hier einen roten Görschtrend haben auf Tages- und auf Wochenbasis. Von daher interessiert uns das überhaupt nicht, was hier läuft. Ross Store gefällt mir nicht so gut, ist übergeordnet hier abwärts gerichtet. Wir haben zwar einen positiven Görschtrend, aber das würde mir jetzt hier in dem Falle nicht reichen. Wir sehen das auch auf dem Wochenchart. Wir sind an einem Niveau, wo wir im Dezember 2020 waren, finde ich nicht ideal. Möchte ich nicht kaufen kurzfristig, von daher fällt das Ganze aus. Sirius brauchen wir uns gar nicht anschauen, weil wir hier im Görschtrend negativ sind auf Daily Basis. Seattle Genetics. Was haben wir hier? Naja, könnte sich so langsam wieder in die Aufwärtsrichtung entwickeln. Gefällt mir aber auf der Wochenbasis gar nicht, dass wir hier von unten in die Wolke reingelaufen sind. Wissen wir inzwischen, das ist ein Widerstandsbereich. Ist nicht ideal. Rot ist auch noch unter Violett. Auch das ist nicht ideal. Wir sind an einem Widerstandslevel hier von dem alten Hoch. Sind da auch erstmal hängen geblieben. Heute die Aktie zwar aufwärts, könnte aber durchaus so sein, dass wir hier so einen Fake-Ausbruch gesehen haben, uns wieder ein bisschen stärker nach unten bewegen. Möchte ich am Ende auch nicht im Depot haben.
Texas Instruments, ja, seitwärts Range, zwar auf hohem Niveau, aber seitwärts Range. Auch nichts, was mich irgendwie kickt. Gerade möchte ich nicht unbedingt traden. T-Mobile haben wir hier sowieso gar nichts. Was haben wir hier noch? Micron. Micron hatten wir eine Short-Position. Ne? Das kann ich auch noch mal kurz zeigen. Das war der einzige Short, den wir hatten. Den hatten wir aufgebaut in der Zeit, wo der Nasdaq eine deutliche Schwäche hatte gegenüber dem Dow und dem S&P. Da hatten wir uns entschieden, im Technologiebereich durchaus schon mal was aufzubauen auf der Short-Seite. Die hat leider das Ziel knapp verpasst. Ich habe hier den ganzen Trade-Ablauf noch mal drin. Wir sind ungefähr hier im Mai sind wir short gegangen in der Aktie, Anfang Mai auf diesem Niveau hier. Hatten den Stop hier oben drüber. Das sah dann so aus, hier schon, als wenn wir geholt werden. Der Stop hat aber gehalten, die Aktie ist wieder runtergekommen. Dann ist die Aktie wieder raufgekommen, der Stop hat gehalten, dann ist die Aktie wieder runtergekommen. Und dann hatten wir jetzt hier zuletzt eine ziemlich deutliche Abwärtsbewegung. Und zwar hier von diesem letzten Hoch. Ne? Das ist am Ende, wenn wir uns das hier anschauen, ein ganz klassisches Doppelhoch. Das ist ein Doppeltop in einer Korrektur. Sehr, sehr bärisch grundsätzlich. Von daher hatte mir das eigentlich ganz gut gefallen, dass wir hier noch eine Short-Position haben. Das hier war die letzte Abwärtssequenz. So ist die verlaufen, fünfwellig nach unten. Und ich habe dann dieses Zwischenhoch hier benutzt, um die Position abzusichern mit einem kleinen Gewinn. Wir haben so, naja, ein bisschen mehr als die Hälfte von dem, was wir riskiert hatten, haben wir hier verdient, sind dann vor ein paar Tagen hier in dieser Kerze ausgestoppt worden. Und jetzt ist das Ganze für uns neutral. Von daher können wir die hier auch aus der Shortliste jetzt wieder rausnehmen. Und jetzt sehen wir, hat heute hier ein Long-Setup generiert, ist inzwischen jetzt von dieser letzten Korrektur, die wir gesehen haben, im Görschtrend auch positiv auf Tagesbasis, positiv wieder deutlich mehr Dynamik hier auf Wochenbasis. Aber wir sehen, die Wolke ist rot, das ist eine Widerstandswolke. Wir sind in die Wolke eingetaucht, jetzt schwächelt die Aktie hier schon wieder nichts, was ich unbedingt auf der Long-Seite haben will. Blau ist auch noch unter dem Kurs. Und das ist, ja, im Prinzip ist diese blaue Linie für uns immer so ein bisschen, würde ich sagen, das Sentiment. Ja, die repräsentiert so ein bisschen das Sentiment der Anleger. Weil wir sind jetzt aktuell unter dem Kurslevel, wo wir vor 26 Tagen waren. Das ist ja im Prinzip das, was diese blaue Linie uns hier anzeigt. Und wir sind auch mit dem Kurs hier ungefähr an dem Bereich, wo wir vor 26 Wochen waren, also vor einem halben Jahr. Und das ist einfach nicht besonders bullisch. Solange der Kurs hier nicht so weit steigt, dass die blaue Linie über den Preischart geht, solange möchte ich das hier nicht unbedingt auf der Long-Seite versuchen. Und übergeordnet sehe ich auch noch den intakten Trend hier auf der Abwärtsseite. Und von daher ist das für mich hier nicht interessant. JD hatten wir uns gerade schon angeschaut. Ich möchte im Moment überhaupt keine China-Werte im Depot haben. Dementsprechend fällt das auch aus. Short Trades interessieren uns nicht. Applied Materials ist ein Long-Signal noch von gestern. Ich schaue mir halt auch immer die, also von Freitag, ich schaue mir auch immer die vom Vortag an. Deswegen sind die hier in hell unterlegt. Die dunklen sind von heute, die hellen sind vom Vortag. Und da sehen wir, wir hatten am Vortag ein Setup hier drin. Und zwar das Setup, dass die blaue Linie über den Kurs hier gestiegen ist. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an im Tageschart. Und im Tageschart sehen wir recht deutlich, dass wir hier eine dynamische Aufwärtsbewegung hatten, dreiwellig nach oben, und sind dann hier in ein Wimpel reingelaufen. Eine Trendbestätigung oder eine Trendfortsetzung würde sich andeuten als erstes Mal, wenn wir jetzt aus diesem Wimpel ausbrechen, wenn wir also über das Tageshoch von heute gehen und über das Tageshoch von Donnerstag. Das reicht mir aber nicht. Das reicht mir nicht, weil wir hier ein starkes Widerstandslevel haben, was eben in dem Bereich schon mal gehalten hat. Und deswegen möchte ich sehen, dass wir zumindest hier mal ein paar Ticks auch über dieses letzte Hoch gehen von der Aufwärtsbewegung. Das wäre dann ganz klar
eine Trendfortsetzung und dann würde ich auch erwarten, dass diese letzten Hochs hier schnell überschritten werden. Und das könnte dann eben, indem vielleicht auch noch ein paar Stop-Orders ausgeführt werden, die hier oben drüber liegen von Ausbruchshändlern oder von Leuten, die in dem Bereich hier geschortet haben und ihre Position wieder glattstellen wollen, dass hier durchaus ein bisschen Dynamik reinkommen könnte, wenn wir über diese Hochs gehen. Und auch auf dem Wochenchart ist das ein ganz wichtiges Level. Denn auf dem Wochenchart sieht das Ganze hier so aus, bei Applied Materials extreme Aufwärtsbewegung. Und dann haben wir hier so eine Seitwärtsbewegung gesehen. Das ist im Prinzip, ist das eine Bullflag, die hier läuft. Und ich finde es immer gut, nach solchen dynamischen Bewegungen eine längere Zeit zu sehen, wo sich das Ganze seitwärts bewegt. Und wenn dieser Ausbruch hier kommt, dann würde ich das gerne auf der Long-Seite versuchen. Und dementsprechend liegt hier im Moment die Order für die Applied Material Aktie. Das Signal, was wir hier bekommen haben, haben wir ja gerade gesagt, war die Chico, die hier draufläuft. Im Wochenchart ist hier sowieso schon länger alles bullisch. Sehen wir, Görstrend ist bullisch. Wir haben eine grüne Wolke. Wir sind deutlich über der grünen Wolke. Der Kurs ist über beiden Durchschnittslinien hier. Blau ist deutlich oberhalb des Kurses, also auch immer noch ein sehr positives Sentiment. Ja, der Kurs jetzt steht deutlich höher als vor einem halben Jahr. Spricht alles dafür, dass diese Bewegung weitergehen könnte und entsprechend wollen wir hier dann auch gerne eine Long-Position aufbauen. Was haben wir noch? Alexion noch von gestern, finde ich auch ganz schön, gefällt mir auch ganz gut, ist aber durch dieses Downgap, was sich hier entwickelt hatte, vom 14. zum 15. Downgap und dann eine etwas deutlichere Abwärtskorrektur, befindet sich hier oben in diesem Bereich um 185, 186 Euro ein recht starkes Widerstandslevel. Und ich möchte nicht hier direkt an so einem Widerstandslevel long gehen. Deswegen fällt das für mich auch erstmal flach und kommt erstmal nicht in Frage. Analog Devices sieht sehr, sehr stark aus, gefällt mir ganz gut. Ich schaue mal kurz, ob ich finde, wann wir hier die Earnings haben. Oh, die sind am 18. August. Das heißt, wir sind hier relativ kurz vor den Earnings. Die kommen in der nächsten Woche. Das reicht mir typischerweise nicht mehr, um hier vorher noch eine Position aufzubauen. Dementsprechend fällt die auch weg. Damit haben wir im Prinzip alles durch, was auf dem Nasdaq sich hier momentan in der Long-Richtung entwickelt hat. Und dann können wir noch auf den S&P schauen. Da können wir uns hier auch nochmal das Ganze nach den Signalen sortieren lassen. Da sehen wir, wir haben ein paar Signale mehr. Ist auch normal, weil wir ja viel mehr Werte da drin haben. 500 Aktien haben wir drin, die wir hier beobachten. Schauen wir mal. Von heute kommt hier die Ball Corporation. Ball Corporation, da hatten wir Zahlen vor 3 Tagen hier, also vor 3 Handelstagen. Am Donnerstag sind hier die Zahlen gekommen. Es ist eine Aktie, die übergeordnet abwärts gerichtet war. Das sehen wir ganz deutlich hier am Görstrend im Tageschart und auch im Wochenchart. Die war klar abwärts gerichtet, hat auch noch keinen besonders starken RSI auf dem Wochenchart, ist also etwas ungewöhnlich für mich, der Trade. Ist eine reine Earnings-Geschichte. Also wir haben Earnings gesehen hier. Wir hatten eine leichte Überraschung im Bereich der Gewinne pro Aktie. Etwas besser als das, was die Analysten erwartet hatten. Aber ich glaube, wir haben hier einen ganz guten Ausblick gesehen. Und entsprechend dynamisch zieht das Ganze jetzt hier an. Das, was sich heute hier entwickelt hat, ist der Ausbruch aus der Wolke. Das ist prinzipiell bullish. Den hatten wir auf dem Wochenchart. Ich vergrößere gerade mal den Wochenchart. Den hatten wir auf dem Wochenchart eben jetzt auch gerade aktuell. Und in der Vorwoche haben wir die ersten Kaufsignale hier gesehen mit dem Überschreiten der roten. Und jetzt heute innerhalb des Tages sind wir noch über die violette im Wochenchart drüber ausgebrochen. Jetzt läuft hier gerade der Ausbruch aus der Wolke. Ist soweit erstmal alles recht bullisch. Die Chico, die blaue hier, die muss natürlich jetzt noch ein bisschen aufholen. Da müssten wir noch eine etwas deutlichere Bewegung sehen, bevor die über den Preis geht. Aber auf dem Tageschart, wie gesagt, gefällt mir das alles ganz gut. Heute deutlich aus der Wolke raus, gestern deutlich über die rote, deutlich über die violette, also über unsere Durchschnittslinien. Und mit der Bewegung gestern sind wir auch auf dem Tageschart hier
mit dem letzten Kaufsignal von der blauen Linie eben auch noch bedient worden. Die liegt dann heute, wenn wir hier positiv schließen, nochmal deutlich höher und von daher eine gute Wahrscheinlichkeit, dass wir hier mit der blauen auch oberhalb des Charts bleiben. Gefällt mir alles recht gut. Wo da die Position inzwischen ausgeführt ist, die Order habe ich vorhin reingelegt, war der Break über dieses kleine Zwischenhoch hier. Können wir auch hier jetzt einen Stop reinlegen? So, Stop. Jetzt liegt hier der Stop am Zwischentief im Markt. Ziel lasse ich mir jetzt hier noch ein bisschen offen. Wir haben natürlich als erstes mal hier so einen kleinen Widerstandsbereich. Das ist aber nicht das, worauf ich aus bin. Ich muss aber durchaus schauen, wie sich der Kurs verhält, wenn wir hier in den Bereich um 94 Dollar laufen. Das ist ein starkes Widerstandslevel. Müssen wir schauen, wie weit das Futter von der oder wie weit die Munition von diesen Earnings Reports hier reicht, wie weit die dynamische Bewegung läuft. Und wie sich das Ganze hier oben bei knapp 94 Dollar verhält. Ansonsten hätte ich schon das Ziel, dass wir diesen Widerstandsbereich hier oben nochmal sehen. Um 100 Dollar hätte ich hier ungefähr den Zielbereich jetzt angegeben. Okay. Das wäre die Ball. Was haben wir noch? Travelers Company. Sieht auch gar nicht so verkehrt aus. Ja, ist übergeordnet klar aufwärts gerichtet. Wenn wir uns das anschauen hier, das war der Corona-Crash. Da sind wir recht zügig hier wieder rausgekommen, haben jetzt ein paar Mal dieses Ausbruchslevel hier drüben getestet. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Und auf dem Tageschart haben wir jetzt hier fast sowas wie ein Doppeltief drin, haben auf jeden Fall steigende Tiefs. Wäre zu erwarten, dass wir hier jetzt auch steigende Hochs kriegen und über diesen Bereich hier nochmal drüber hinauslaufen. Was ich so ein bisschen problematisch finde, ist, wenn wir in dem Bereich hier jetzt einsteigen, müssten wir unseren Stop erstmal noch hier unten drunter platzieren. Und als Ziel könnten wir realistisch nicht viel mehr erwarten als nochmal einen Test des letzten Hochs. Das ist hier so bei knapp 162 Dollar. Das ist gerade mal ein 1:1 Chance-Risiko-Verhältnis und deswegen würde ich die in der Situation auch gerne vorbeiziehen lassen. Die hätte man ein bisschen früher nehmen müssen, hier bei 151, der Ausbruch, der am Freitag gelaufen ist. Da wäre das Ganze deutlich attraktiver gewesen. Da hätten wir nämlich ein CRV hier umsetzen können, na, von mal so locker 1,7, 1,8 zu 1. Das finde ich dann deutlich attraktiver. Im Moment hier mit dem 1:1 hier oben möchte ich nicht einsteigen. Was haben wir noch? Dish Network bricht hier gerade aus der Wolke aus, ist mir insgesamt noch zu sehr abwärts gerichtet. Wir sehen es hier auch, Gersh Trend auf dem Tageschart abwärts gerichtet. Von daher nicht interessant. Im Prinzip sind die alle nicht interessant. Walgreens haben wir uns schon angeschaut, ist abwärts gerichtet. Willis Towers ist abwärts gerichtet. Caterpillar ist abwärts gerichtet, ist nichts, was wir haben wollen. MTB abwärts gerichtet. PolyGroup abwärts gerichtet. Na, wir sehen es. Ich zeichne einmal kurz die Sequenz ein. Hier sehen wir die laufende Sequenz. Diese letzte Erholungsbewegung ist nicht über das Tief gegangen, über das letzte Hoch gegangen. Daher ist hier auch auf dem Tageschart die Abwärtssequenz noch intakt. Nichts, was mich interessiert. Also weiter im Text. Unum sieht genauso aus. Abwärtstrend. Also Thema durch. Gehen wir auf die nächsten Signale, die für heute hier frisch reingekommen sind. IQV, nope, wollen wir nicht. MU hatten wir uns auch schon angeschaut, ist für uns nicht interessant. Boah, das ist interessant. Da haben wir anscheinend Zahlen gekriegt. Schaue ich mal kurz. Nee, haben wir nicht. Die Earnings, die waren am 16. Juli schon. Also ist das tatsächlich hier eine Nachfragebewegung, die kommt, ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen weit gelaufen. Von daher wahrscheinlich für uns hier auch nicht mehr umsetzbar. Bisschen schade. Ausbruch über die Trendlinie am Freitag, dynamischer Ausbruch. Hätte ich vielleicht heute hier noch den Ausbruch übers Tageshoch gehandelt, aber jetzt definitiv zu weit gelaufen. Stop würde hier unten hingehören. Damit für uns leider nicht mehr zu traden. Ja, ist schlicht vom Chance-Risiko-Verhältnis her nicht vernünftig umzusetzen. Ansonsten gefällt mir die Momentum-Bewegung extrem gut, die hier läuft.
Aber das hilft uns ja nicht weiter. Texas Instruments hatten wir uns auch schon angeschaut, läuft hier seitwärts, heute auch wieder insgesamt etwas schwächer. 3M läuft abwärts, Tyson Food, News. Tyson Foods hat Zahlen gebracht, das weiß ich. Sieht dynamisch aus. Mal gucken, ob ich auf den ersten Blick hier sehen kann, was die Zahlen gebracht haben. Oh, ein Schlagen der Analystenerwartungen um 68% bei den Earnings per Share. Das ist fett. Aber haben wir das gleiche Problem wie bei Schwab? Ja, die letzten Hochs, die liegen hier im Bereich $80, $81. Bis dahin könnten wir hier gehen mit dem Ziel. Wenn wir uns auf dem Wochenchart den Bereich anschauen, um 80, $81 sehen wir, das ist von hier drüben alles sehr starker Widerstand, starkes Widerstandslevel, brutales Verkaufslevel hier drüben. Warum ist das ein Verkaufslevel? Können wir uns auch nochmal anschauen. Wir kommen hier sehr dynamisch runter, 4 Wochen deutliche Abwärtsbewegung. Und das ist die einzige Korrekturwoche, die wir hier drin haben, eine Inside Week. Und dementsprechend können wir in diesem ganzen Bereich hier die Verkaufszone markieren. Und die ist deswegen so stark, weil wir in den anschließenden 4, 5 Wochen so dynamisch abwärts gelaufen sind. Wir gucken uns das mal kurz über den Ruler an. Da sind wir hier fast 50% gefallen in der Aktie innerhalb von 5 Wochen. Und entsprechend stark ist halt dieses Verkaufslevel. Das hat jetzt hier das erste Mal schon gewirkt. Der Kurs ist ins Verkaufslevel gegangen, ist deutlich abgewiesen worden. Die Korrektur, die hier gelaufen ist, war immerhin 14%. Das ist auch ordentlich. Jetzt sieht das Ganze sehr stark aus, aber ich möchte es nicht traden. Stop hier unten, Ziel da oben. Ist einfach kein Chance-Risiko-Verhältnis, was mir irgendwie zusagt. Also auch das erstmal nicht interessant. Was haben wir hier noch an Chico Cross Analog Devices? Sieht ganz nett aus. Finde ich gar nicht schlecht. So eine kleine Bullflag, die hier läuft. Na? Wir sind am Allzeithoch. Wir sind mit dem RSI auf dem Wochenchart sehr stark. Gersh Trend ist sehr bullish. Gersh Trend auf dem Daily ist sehr bullish. Wir kommen aus einer deutlichen Korrektur, die in der Wolke gehalten hat. Gefällt mir extrem gut. Ist nicht so eine Bewegung wie diese hier, die nach unten aus der Wolke rausgebrochen ist. Danach passiert das häufig, dass wir uns im Prinzip einfach nur sinnlos seitwärts bewegen. Das ist eben häufig, wenn wir aus der Wolke ausbrechen, dann läuft der Wert häufig zwischen den oder über die Wolke rauf und runter. Viel besser ist es, wenn wir eine Korrektur sehen, wie diese hier, meinetwegen dann auch gerne dreiwellig in der Wolke hängen bleiben und dann hier die nächste dynamische Bewegung sehen. Gefällt mir ganz gut. Ist natürlich schwierig, hier was als längeren Swing Trade aufzubauen, weil wir einen recht großen Stop hätten hier bis zum letzten Tief. Sowas könnte man eventuell etwas aggressiver gestalten. Das schauen wir uns jetzt mal an. Denn wir sind hier am All-Time-High und es ist immer schwer, am All-Time-High neue Ziele zu finden. Vor allem, wenn wir in eine Situation kommen wie die, wo wir hier drin sind, wo wir sehen, da hat die Aktie ein neues Hoch gemacht, ist nicht mehr weitergekommen, ist deutlich abverkauft worden. Hier sind wir am Hoch hängen geblieben, sind nicht mehr weitergekommen. Dann haben wir im zweiten Anlauf hier ein etwas höheres Hoch gesehen und jetzt haben wir hier schon wieder gesehen, neues Hoch und wieder hängen geblieben. Es geht so langsam die Dynamik hier raus und von daher wäre ich nicht darauf aus, große Kursziele hier realisieren zu wollen. Wenn wir uns die Bullflag mal anschauen, die hier läuft, sieht so ein bisschen so aus. Könnte man den Break über die 174 hier nehmen? Und dann wirklich mit einem aggressiven Stop hier unten drunter oder maximal hier bis 165. Da können wir vielleicht mal schnell schauen, was die Analysten hier sagen. Da gucke ich dann in solchen Situationen auch immer ganz gerne mal rein. Für die Analog Devices einmal schnell schauen, wo die Analystenkursziele hier liegen. Bei 183,80 momentan im Schnitt. 183,80. Okay.
Das wären vom Einstieg hier nochmal ungefähr $10. Wir hätten nach hier unten noch ungefähr $10 Stop, ein bisschen weniger. Gehen wir vielleicht ein bisschen drüber hinaus, gehen auf ein Kursziel bei 185 und dann könnte man das Ganze hier durchaus noch umsetzen. Also das wäre eine Kauforder beim Überschreiten dieses Hochs. Das liegt hier bei 173,77. Da gehen wir mit unserer Kauforder mal in diesen Bereich 173,92. Finde ich gar nicht so schlecht. Ein paar Ticks oben drüber. Stop-Level wäre hier 100. 65,40. Was haben wir da? $8,50. $8,50. Da nehmen wir 30 Stück. Und dann haben wir auch ein etwas kleineres Risiko hier, als wir sonst im Moment so nehmen. Also Verkauf, den legen wir rein. Wenn wir die Order bekommen, könnte ich jetzt auch verknüpfen mit einer If dann, aber lassen wir jetzt einfach mal so. Schauen mal, dass wir dann hier uns das Level markieren. Hier unten möchten wir gerne den Stop haben und unser Ziel haben wir hier oben so, naja, etwas über 185 so in diesem Bereich. Also die finde ich gut, gefällt mir gut. Es sieht sehr dynamisch aus, ist schön trendig. Da versuchen wir es auf der Long-Seite. Okay, was haben wir noch hier? NetApp, nice. Gefällt mir gut, ist kurz davor, hier nach oben auszubrechen. Wir haben aber das gleiche Problem. Wir sind schon deutlich aus der Wolke raus. Unser Stop-Level wäre hier zu groß, wäre etwas, was man vielleicht auf dem Wochenchart umsetzen könnte. Aber wenn wir jetzt hier auf den Wochenchart schauen, dann sehen wir auch sofort, das ist hier ein starkes Widerstandslevel. Wir haben hier ein sehr starkes Widerstandslevel oben in dem Bereich. Da sind wir hier schon mal rangelaufen, laufen jetzt wieder daran. Würde ich nicht unbedingt erwarten, dass wir im ersten Zug da durchgehen. Der RSI sieht hier auch recht schwach aus, wenn wir uns das angucken. Lassen wir vorbeiziehen, die NetApp. Was haben wir hier? Public Storage. Public Storage hatte ich vor einiger Zeit ja auch mal vorgestellt als Aktie in einem Blog, wo ich hin und wieder Artikel schreibe. Public Storage gefällt mir gut, gefällt mir von der fundamentalen Seite her auch sehr, sehr gut, ist hier aber inzwischen mit der Bewegung gestern Görschtrend in den Abwärtstrend gerutscht. Da müsste man jetzt erstmal warten. Da lasse ich mich mal benachrichtigen, wenn wir über das Hoch hier bei 3,11 laufen. Da fügen wir mal einen Preisalarm hier da hinzu. Wenn die Aktie über 3,11 läuft, dann schaue ich mir die Situation nochmal an. Wenn wir direkt jetzt von hier hochlaufen und innerhalb der Woche Dienstag, Mittwoch hier oben drüber laufen, dann wäre es etwas, wenn der Gesamtmarkt bullisch bleiben sollte, was ich hier ins Auge fassen würde, noch ins Depot zu nehmen, möchte ich jetzt aber nicht direkt einfach so reinlegen. Na, wir sehen die Problematik. Görschtrend ist in den Negativbereich gedreht. Hier unten. Ist überhaupt die Dynamik ist hier stark rausgegangen. Jetzt haben wir hier den Trendwechsel und wir haben hier oben so einen Doppeltop im Markt. Das zeige ich auch noch mal kurz. Hier haben wir das Doppeltop und wir sind unter dieses letzte Tief hier gerutscht inzwischen und damit ist das Doppeltop bestätigt. Das ist prinzipiell erstmal bullisch, bärisch. Durch diese Korrekturbewegung, die hier läuft, kommt auch die blaue gerade wieder etwas zurück und läuft Gefahr, selbst wenn der Kurs jetzt hier weiter seitwärts laufen würde, dann würde die blaue hier auch seitwärts laufen, läuft also Gefahr, wieder unter das aktuelle Kursniveau hier zu rutschen. Und das ist auch nicht gerade positiv. Also hier würde ich wirklich sehen wollen, dass wir eine dynamische, schnelle Bewegung kriegen, dass die blaue dann hier auch schnell wieder nach oben kommt. Und vor allem, dass mein Görschtrend auch wieder auf der grünen Seite liegt. Ansonsten würde ich diese nicht ins Depot nehmen wollen. Kidel ist mir definitiv zu abwärts gerichtet, haben wir hier auch auf dem Weekly ganz klar, sehen wir das Abwärtstrend. Und damit ist hier alles durch, was wir für heute auf der Long-Seite haben. Wir können noch mal kurz durch die Kumo-Breakouts von gestern schauen. Das ist immer ein ganz schönes Setup, da kommt ja auch die Monster her von heute. Da schauen wir uns die Kumo-Breakouts noch mal an. Sehen wir hier von gestern AIG, American International, wahrscheinlich auch Zahlen, würde ich schätzen.
gucke ich mal kurz. AIG. Genau, da hatten wir Zahlen am Donnerstag, die waren recht gut, 26% in den Earnings per Share, die Analystenerwartungen übertroffen. Entsprechend kam dann hier auch der Ausbruch. Gefällt mir echt gut, ist aber leider nicht mehr in der Situation, dass wir es hier traden können. Warum gefällt die mir so gut? Wir haben hier im Prinzip so eine kleine SKS-Formation nach der letzten Korrektur und haben hier die Nackenlinie sehr schön und sind mit einem Gap hier oben rausgegangen. Also echt dynamisch, gefällt mir wirklich gut, ist jetzt auch gerade dabei, über das Hoch hier drüber zu gehen. Wenn wir da nachhaltig drüber schließen, ist das sehr, sehr bullisch. Aber wie man das vielleicht kennt bei einer SKS, der Stop würde hier unten unter die rechte Schulter gehören, ist zu weit weg für das, was wir hier erwarten können. Und wenn wir uns auf dem Wochenchart nämlich anschauen, wie hart diese Widerstandslevel hier sind in dem Bereich, ja, dann sehen wir auch, dass wir halt nicht erwarten können, dass der Kurs jetzt einfach wie Butter hier nach oben durchläuft, wie so ein heißes Messer durch die Butter. Das wird nicht passieren, höchstwahrscheinlich. Und entsprechend müssen wir dann hier ein bisschen vorsichtig sein. Das ist natürlich toll, solche Konstellationen nach einer deutlichen Korrektur dann so eine SKS unten zu sehen, finde ich immer ganz prima. Sehe ich dann aber auch gerne so, dass man diesen Ausbruch hier unten bei 49, spätestens so bei knapp $50 dann auch traden kann. Dann können wir hier nämlich auch wirklich bis zum letzten Hoch ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis generieren. Ist in der Situation jetzt einfach nicht mehr möglich. Allstate auch gar nicht so schlecht. Was haben wir da? Was sagen die Zahlen? Die kamen hier auch genau am gleichen Tag wie bei AIG. Ganz ähnliche Ergebnisse plus 19% in den Earnings. Gefällt mir ganz gut hier vom Ausbruch her. Sieht auch deutlich bullischer aus insgesamt als die AIG. Wir sind nämlich schon über dieses wichtige Level hier auf dem Wochenchart hinausgegangen und sind jetzt hier unten einmal, zweimal, dreimal in dem Bereich hängen geblieben. Finde ich gar nicht so verkehrt. Was haben wir hier für ein Risiko? $8. Da könnten wir vielleicht mal eine Position aufbauen für einen Break über das Allzeithoch. Das machen wir mal noch schnell hier. Und zwar kaufen wir hier zum Marktpreis, weil der Ausbruch gerade läuft. Setzen wir hier die Position rein und ziehen unseren Stop unter das letzte Tief hier. Ist wirklich schön, ist so eine tolle Pinbar. Sieht man hier riesig langer Docht nach unten, ganz kleiner Körper, bullische Ausrichtung und dann am nächsten Tag mit einem Gap bestätigt. Jetzt der Ausbruch über das letzte Hoch. Gefällt mir wirklich gut. Setzen wir ein Stop-Level hier noch rein. Und so, und dann lassen wir uns hier einfach benachrichtigen, wenn der Kurs über das Allzeithoch geht. Da möchte ich dann hier einen Alarm bekommen und dann schauen wir, was wir mit dem Stop-Loss machen. Bis dahin ist hier definitiv nichts zu tun. Wir müssen dem Ding hier ein bisschen Raum geben, sich zu bewegen. Hier ist ein Ausbruch erfolgt aus einer recht wichtigen Trendlinie. Na, da sehen wir das. Dieses Hoch, das dritte Mal, das vierte Mal. Also wir haben hier eine Trendlinie, die viermal bestätigt ist. Da haben wir heute einen sehr dynamischen Break gesehen, sehen jetzt eben gerade den Ausbruch übers letzte Hoch. Gefällt mir ziemlich gut. Boston Properties ist ein REIT, ist keine Aktie, ist ein REIT. Aber ich halte eigentlich den Real Estate-Bereich für gar nicht so schlecht momentan. Aber da gibt es deutlich stärkere Kandidaten, die auch ein etwas besseres Chartbild haben jetzt hier als die Boston Properties. Deswegen nehmen wir die auch nicht rein. Cincinnati Financial gefällt mir gut, ist aber ein hartes Widerstandslevel hier. Sehen wir einmal, zweimal, dreimal, viermal schon hängen geblieben. Dementsprechend würde ich hier auch nicht direkt den Ausbruch handeln wollen. Was haben wir hier noch? Northern Trust. Sieht von der Sache her auch gar nicht schlecht aus. Ich würde aber jetzt hier nicht noch eine Position zum aktuellen Niveau aufbauen wollen. Es sei denn, wir finden wirklich einen ausgesprochen guten Kandidaten. PFG haben wir das gleiche Problem wie bei vielen anderen im Moment. Der Stop ist einfach zu weit weg. Prudential, same problem. Ganz interessantes Level hier. Aber wir sehen, der Weg hier nach oben bis zum letzten Hoch ist deutlich kürzer als der Weg hier nach unten bis zum letzten Tief. Dementsprechend auch da nichts zu tun. Und hier das gleiche. Sehr bullish. Gefällt mir ausgesprochen gut, dieser Ausbruch hier gerade. Raymond James Financial. Überhaupt der gesamte Financial Markt sieht echt bullisch aus im Moment.
Ist mein Lieblingssektor aktuell. Wir sehen hier diese Bewegung, aus der wir jetzt rauskommen, gefällt mir auch gut. Würde ich auch wirklich gerne noch aufbauen, auch für einen deutlichen Ausbruch übers All-Time-High und dann einfach den Stop zu trailen. Sind wir aber ein paar Minuten zu spät hier. Das versuchen wir im Retracement hier nochmal. Bei 134,80 versuchen wir den nochmal im Retracement mit dem Limit aufzubauen. Wir haben hier 134, den Stop unten 126. Auch das sind $8. Da gehen wir hier auch nochmal mit 40 Aktien mit einem kleinen Risiko in diesen Bereich und sichern uns hier unten drunter ab. Das können wir hier schon reinlegen, weil um das Stop-Level zu erreichen, muss hier vorher das Limit gegriffen haben. Sollte die Aktie jetzt direkt übers Allzeithoch gehen, ohne uns hier vorher in der Korrektur zu holen, dann würde ich die Order wieder löschen. Aber solange, wie wir jetzt nicht übers All-Time-High gehen, lassen wir dem Ding hier ein bisschen Platz, sich da zu bewegen. Ich check noch einmal kurz nach Zahlen. Das ist immer ein bisschen tricky, wenn wir in der Earnings-Saison sind. Die Zahlen haben wir hier schon bekommen. Am 28. Juli auch die 20% besser als die Erwartungen. Am 20. Juli sind die Zahlen gekommen. Das war hier. Seit den Earnings geht es also hier wieder deutlicher nach oben. Und dem Trend versuchen wir jetzt hier zu folgen. Wenn wir ein bisschen Glück haben, kommen wir noch rein. Wenn nicht, lassen wir das Ding kalt laufen. Gut, die packen wir noch auf die Longliste. Die anderen schaue ich gerade noch mal durch. Gucke, ob hier noch irgendwas in die Longliste muss. Und dann schauen wir uns natürlich in 4 Wochen ungefähr wieder an, was aus den Positionen geworden ist, werden dann auch wieder schauen, was wir neu reinnehmen können. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr alle dann zum nächsten Mal wieder mit dabei wärt. Das wäre es erstmal hier von meiner Seite. Ich bedanke mich dafür, dass ihr so zahlreich da wart und auch tatsächlich so gut wie alle bis zum Schluss geblieben seid. Freue ich mich riesig drüber. Gerne in 4 Wochen wieder und bis dahin gute Trades, macht's gut und bye bye von meiner Seite. Ja, dem schließe ich mich an. Bedanke mich natürlich bei dir, lieber Martin. Hast du dir den Feierabend verdient heute? Ja, Und das glaube natürlich ein riesen Dankeschön an alle Teilnehmer fürs Dabeisein und wünsche auch eine erfolgreiche Woche, noch einen schönen Abend. Würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. 13.09. ist der Termin, aber Sie sind ja eh schon dafür angemeldet. Also bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gesund und bis bald. Ciao, ciao. Bis dann, bye.